Habt ihr schon mal versucht, Hamburger Buns oder Hamburger Brötchen selber zu machen? Wenn nicht, würde ich euch gerne dieses Rezept zeigen. Das sind nämlich die Finisher Buns. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind auch schon die Zutaten, die wir brauchen für die Finisher Buns. Und zwar, wir brauchen Zucker, wir brauchen Hefe, dann brauchen wir Eier, ein bisschen Mehl, natürlich Finisher. Und vorne liegen sie auch schon, ein bisschen Butter, Milch natürlich auch. Ja, und dann machen wir jetzt einen Teig. Es gibt einen ziemlich coolen Trick, wie man die Hefe flüssig bekommt. Dazu einfach die Hefe klein bröseln, und zwar schon in den abgemessenen Zucker. Brösel ich jetzt erstmal so rein, grob, und dann jetzt erstmal mit dem bisschen hier so ein bisschen reinbröseln. Und dann nehmen wir einfach diese Schüssel und rühren die mit dem Zucker so lange zusammen, bis das Ganze nämlich verflüssigt wird. Weil, wie wir wissen, die Hefe braucht nämlich den Zucker zum Arbeiten. Ja, und das passiert nämlich von ganz alleine und die wird nämlich gleich flüssig. Das hat jetzt keine Minute gedauert und ihr seht jetzt halt selber, die Hefe verflüssigt sich und das liegt halt, wie gesagt, an dem Zucker dran. Ja, das rühre ich jetzt erstmal so weiter, bis die Hefe sich komplett aufgelöst hat. Ja, und dann kommen wir dann jetzt zur Küchenmaschine. Das Mehl habe ich jetzt schon in die Maschine gegeben, was wir jetzt auch noch machen, und zwar vom Finisher. Das heißt mal guten Esslöffel Finisher-Salz reinmachen, deswegen sind das dann ja auch Finisher-Buns und die mischen wir jetzt erstmal zusammen durch, bevor wir zur nächsten Zutat kommen. Als nächstes kommt dann die flüssig gewordene Hefe einfach mit rein und dann lassen wir das dann ungefähr eine Minute nochmal durchrühren. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Zutat. Und als nächstes kommt dann die weiche Butter, die einfach ganz kurz in die Mikrowelle reinmachen und dann die einfach mit untermischen lassen. Ja, und dann lassen wir das erstmal rühren. Als nächstes kommen dann die Eier rein. Die lassen wir jetzt auch erstmal ordentlich mit durchmengen, bevor es zur Milch kommt. Während des Knetens oder des Rührens merkt ihr halt schon, dass der Teig jetzt Flüssigkeit braucht. Das ist für euch das Zeichen, dass ihr auf Milch zurückkommt. Und da schüttet ihr jetzt einfach die ganze Milch rein. Knetet das Ganze jetzt, ich sage jetzt mal, für gute 2, 3, 5 Minuten durch, bis ihr eine wirkliche Teigmasse habt. Aber das seht ihr dann ja gleich. Das Ganze sieht dann jetzt so aus. Mache ich jetzt erstmal eine Runde aus und dann geht es mit der Handarbeit weiter. So, jetzt mache ich, wie gesagt, ein bisschen Handarbeit. Dazu hier ein bisschen Mehl auf den Tisch verteilen. Und dann kommt da drauf erstmal der Teigling, den wir ja gerade geknetet haben, aus der Schüssel richtig schön rauskratzen. Ja, und dann wird er dann hier erstmal ein-, zweimal so ein bisschen durchgeknetet. Kneten wir, wie gesagt, so ein bisschen durch. Der ist dann halt immer noch ein bisschen klebrig. Das ist dann halt aber auch sehr gut. Richtig schön durchkneten. Das heißt, wenn er halt euch wirklich so ein bisschen an der Hand kleben bleibt, ist er perfekt. Ja, und jetzt kommt er erstmal in eine Glasschüssel. Da haben wir jetzt, wie gesagt, die Glasschüssel. Da machen wir ein bisschen Olivenöl unten rein. Und zwar so. Nehmen den Teig, den Teigling rühren. Im Prinzip das Olivenöl ist auch so ein bisschen mit am Rand nach oben. Das hat folgendes zugrunde, dass er nämlich nicht am Rand kleben bleibt. Legen dann den Teigling da drauf. Ja, und dann kommt er in einem warmen Ort und geht dort erstmal eine Runde. Das Ganze kommt dann jetzt für eine Stunde in den Ofen bei 40 Grad. Und zwar stelle ich das jetzt hier genauso rein. Dann kommt dann ein Handtuch drüber. Und dann, wie gesagt, eine Stunde bei 40 Grad. Geht er da jetzt, bevor es weitergearbeitet wird. So sieht der Teig jetzt nach einer Stunde genau aus. Richtig schön aufgegangen, das heißt, der hat sich um das Doppelte vermengt und daraus formen wir jetzt Hamburger Brötchen. Jetzt zeigt sich auch der Grund, warum ich da Olivenöl reingemacht habe. Ihr nehmt halt einfach den Teig und dann könnt ihr ihn einfach so ausschütten und es bleibt kaum was in der Schüssel kleben. Ja, und den verarbeiten wir jetzt halt zu kleinen Teiglingen. Ich habe jetzt hier eine gleichmäßige Wurst gemacht und da schneide ich halt jetzt hier mit so einem Teiglingtrenner immer so ein bisschen was ab. Und dann nehme ich pro Teigling immer so 90 Gramm und daraus formen wir dann Hamburger Brötchen. So, um aus diesem Teigling jetzt halt ein Hamburger Brötchen zu machen, gehe ich folgendermaßen vor. Und zwar drücke ich den Teigling erstmal platt und falte den so zwei, dreimal hier in die Mitte. Das ist folgendes zugrunde, da habe ich nämlich oben jetzt eine Oberfläche und die möchte ich jetzt weiter spannen. Das heißt, ich schleife jetzt im Prinzip das Brötchen, das heißt, ich lege jetzt von außen nach innen immer ein bisschen Teig nach und mache das ganz lange, bis ich hier oben an der Oberfläche, das merkt ihr dann nachher mit dem Daumen, eine richtige schöne Oberflächenspannung habt. Ja, und dann werden die Brötchen im Prinzip fertig. Dann gibt es auch noch eine zweite Variante zum Schleifen, und zwar, ihr seht es schon an der Kugel. Ihr könnt folgendermaßen vorgehen, und zwar beides voll platt hier unten auf dem Tisch drauf machen, kein Mehl drunter machen, dann nehmt ihr halt einfach das Platte, was ihr runtergemacht habt, und dann dreht ihr das mit der Hand, und zwar so lange,
bis ihr halt eine große Kugel bekommt. Und zwar so ungefähr. Ist dann eine große Kugel, die drückt ihr dann im Prinzip platt. Und habt dann im Prinzip auch schon Hamburger Brötchen. Aber das bereite ich jetzt erstmal weiter vor. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, das Ganze so gehen zu lassen. Und zwar nochmal für 45 Minuten bei 40 Grad im Backofen. Und dann gibt es von Moesta, und zwar solche Burgerringe. Die könnt ihr rein theoretisch da drum machen. Das mache ich jetzt mit zwei. Und lasse die jetzt so im Backofen nochmal aufgehen. Ja, und dann sehen wir uns gleich beim Backen wieder. So sehen die Brötchen aus oder die Buns aus. Nach 45 Minuten gehen im Backofen. Was ich jetzt mache, und zwar ich habe jetzt hier ein bisschen Wasser in der Sprühdose. Und zwar benetze ich die jetzt ein bisschen mit Wasser. Das hat nämlich folgenden Grund. Und zwar, wir möchten ja Finisher Buns machen. Und da gehe ich jetzt einfach mit einem Finisher drüber. Dann bleibt das da drauf kleben. Und dann kommt das jetzt in den Backofen für, ich sage jetzt mal 10 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Besagte Zeit ist vorbei, das heißt nach 10 Minuten sind sie jetzt genau fertig und ich möchte euch das jetzt einmal kurz zeigen. Ich nehme das jetzt hier raus und super fluffig. Das heißt, ich drücke jetzt hier einmal drauf und die gehen dann halt automatisch wieder hoch. Ich mache mit euch jetzt auch hier einmal einen Schneidtest, wie sie auch von innen aussehen. Schneid sie auf, drehe sie auf und ja. Ich würde sagen, damit sind die Finisher Buns auch fertig. Das waren sie, die Finisher Buns. Relativ einfach und mit ganz wenig Zutaten habt ihr halt wirklich perfekte Hamburger Brötchen. Für die genauen Zutaten oder genauen Mengen schaut einfach auf meinem Blog auf tobiasgrillt.de nach und dann könnt ihr sie genau nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Und wie gesagt, für weitere Tipps und Tricks oder die genauen Angaben schaut auf tobiasgrillt.de nach.